wir haben ja spannende Themen in der Branche und es geht immer mehr in Richtung Integration der verschiedenen Gattungen. Wir fangen an, als Pilot von gattungsunabhängiger Planung zu sprechen. Ja, weil wir einfach sagen, wie kommen die Themen zusammen und woraus entsteht eigentlich die Integration? Ist es so, dass wir in verschiedenen Zielgruppen oder Zielsegmenten eine ganz andere Nutzung sehen können? Dass wir sagen, wir mal ein Segment der Gesamtbevölkerung nutzt TV, ein anderes nutzt Facebook, ein drittes YouTube. Oder ist es das Zusammenspiel, dass die Menschen irgendwie auch alles nutzen? Unterschiedliche Intensitäten sicherlich. Trotzdem. Was treibt Integration? Ich glaube, super Frage. Ist, glaube ich, die komplexeste Frage überhaupt. Und die Antwort darauf, da muss man schon sich ein paar Gedanken machen. Also, wenn man es mal sehr sozusagen pauschalisiert sagt, dann gibt es ja quasi zwei Aspekte, die man in der Integration beachten muss. Zwei sehr klassische Aspekte. Das eine ist ja, dass ich möglichst breite Abdeckung meiner Zielgruppe irgendwie erreiche. Also, dass es mir gelingt, alle die für meine Produkte, für eine Marke, meine Dienstleistung interessant sind, dass ich die auch mit der Werbung irgendwie erreiche. Also das ist sozusagen dieser Reichweitenaspekt. Und in der Integration liegt natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie kann ich denn Reichweiten quasi maximieren? Wie kriege ich exklusive Nutzer, die ich über andere Medien nicht bekommen kann, wie bekomme ich die dann sozusagen zusätzlich? Das Zweite ist noch ein bisschen komplexer. Das ist die Frage, inwieweit Werbewirkung sozusagen auf unterschiedlichen Kanälen sich auch unterschiedlich gestaltet und was das alles beeinflusst, die Werbewirkung. Ja. Also ob das Verfassungen sind im Umgang mit dem Medium, ob das sozusagen die Rezession an sich, die Medienrezession an sich, die Wirkung unterschiedlich beeinflusst, all solche Sachen, muss man bedenken. Also ganz simpel, einfache Fragen. Also wird die Werbung überhaupt wahrgenommen? Und da stellt sich bei unterschiedlichen Kanälen sind da unterschiedliche Herausforderungen. Wir haben jetzt eine ganz interessante Studie auch selbst gerade aus dem Feld genommen, werden wir auch bald veröffentlichen. Stellen wir zum Beispiel fest, dass eine der fundamentalen Hypothesen in der Branche, nämlich dass ein hohes Involvement gut für die Werbung ist, dass es eventuell gar nicht stimmt. Dass eventuell sogar rauskommt, dass in dem Moment, wo die Menschen eher sozusagen beiläufigen Medium nutzen, bestimmte, ich sage das jetzt mal meinen Worten, bestimmte Mechanismen der Werbevermeidung auch herabgefahren sind, heruntergeschaltet sind und dass die Werbung viel eher sogar eine Chance hat, Wirkung zu zeigen. Also das ist sehr interessante Befunde und die gehen so ein bisschen in diese Richtung, was sind sozusagen die Treiber der Werbewirkung, die aus dem Kanal selbst heraus für sich begründen, aus der Art und Weise, wie er genutzt wird, wie die Medienrezeption ist und solche Fragestellungen. Also die beiden Aspekte gibt es bei der Integration, denke ich. Also einmal die Reichweite, die möglichst zu maximieren. Da geht es um Incremental Reach und solche Fragestellungen. Aber dann halt auch, was ist der echte Impact des Werbemittels? Ja, ein dritter Aspekt, glaube ich, ist halt das Multiplying. Also wo können wir schaffen, dass Menschen... Genau, Synergien, die dann auch sich sozusagen wechselseitig, ganz klassisch quasi, alte Mediaplaner wissen natürlich, der Mutterall der Multiplying-Effekte ist Hörfunk und Fernsehen. Also Visual Transfer hat man das seinerzeit genannt. Also dass man mit einem Hörfunkspot quasi eine TV-Kampagne wieder erinnert, wenn sozusagen nur bestimmte sozusagen Jingles oder Elemente wieder hörbar sind, dass dann so eine Fernsehkampagne verstärkt wird. Also Multiplying-Effekte ist eigentlich auch nichts Neues, aber es sind natürlich heute in einer ganz anderen Art und Weise können die kreiert werden. Und also die Mediaplanung wird da immer anspruchsvoller, das zu managen. Also, genau, in diesem Sinne, das gibt es als drittes, Synergien. Ich finde, du hast eben einen ganz spannenden Punkt angesprochen, wie ihr jetzt in den Studien auch stärker auf die Einflussparameter zurückgeht. Das finde ich eine unglaublich wichtige Veränderung in den Studien, die wir machen. Mein Gefühl ist, wir gehen langsam weg von den eher gattungsbezogenen, sozusagen geschlossenen Studien, die dahinterher sagen, diese Gattung oder dieses Format in dieser Gattung funktioniert, Punkt. Hin zu, was sind eigentlich die Einflussfaktoren, die dazu führen, dass, und das finde ich, unglaublich wichtig, weil es uns in die Lage versetzt, auch Aspekte zu überleiten, abzugrenzen, aber zu differenzieren. Es ist auch für uns als TV-Vermarkter auch gar nicht alles möglich, weil wir sind letztlich nur erfolgreich, wenn unsere Kunden mit uns erfolgreich sind. Und damit unsere Kunden mit uns erfolgreich sind, müssen wir überhaupt erstmal das Warum verstehen. Warum sind Kunden erfolgreich? Und wenn wir uns sozusagen nur isoliert mit uns selbst beschäftigen, nur sozusagen versuchen, die Stärke von TV in Abgrenzung zu anderen herauszustellen, dann ist das nicht der ganzheitliche Blick. Also wir sind selbst gezwungen zu den Medientagen, kleines Announcement, aber ist auch nicht mehr so ganz geheim, zum ersten Mal eine Studie, eine Werbewirkungsforschungsstudie, die wir gemeinsam mit YouTube gemacht haben. Also 7One Media und YouTube, ich hätte das gedacht vor drei Jahren wahrscheinlich undenkbar. Ja. Und ich denke, auch da wird es ziemlich viele interessante Zusammenhänge, Erkenntnisse. Und da geht es auch vor allem auch um Synergieergebnisse, also wie sich die Medien da wechselseitig stützen und Synergien entstehen. Und das ist halt auch für uns eine andere Sicht, als das vielleicht noch vor zwei, drei Jahren. Denn wir denken ja auch mehr
integrierter und mehr im großen Ganzen. Wir sehen ja auch, dass in der Nutzungsveränderung Gattungen wie TV und manchen Zielgruppen natürlich nicht mehr die Stärke hatten wie vor einigen Jahren. Wir sehen, dass die Nutzung sich verschiebt, auch im Bereich Streaming-Services, die bisher nicht werbefinanziert sind. Wir sehen, ein Teil geht in Online-Video oder auch Newsfeed oder Story-Inventare. Unterm Strich, glaubst du, dass auch über die nächsten Jahre noch genug hochwertiges, qualitativ hochwertiges Video-Inventar zur Verfügung steht, um Kampagnen so zu denken und umzusetzen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben? Wow, das ist eine ganz wichtige Frage, weil es auch für uns als Host offen gesagt richtig challenging ist. Wir sind in einem schweren Wettbewerb, gerade in der Programmatic-Welt, wo es quasi nur noch um die IP-Adresse geht und nicht mehr um den Content, in dem quasi die Werbung platziert ist, wird es für uns ganz schön schwer zu rechtfertigen, überhaupt hochwertigen Content auf Online zu schaffen und zu produzieren. Aber wir wollen das für unseren Konsumenten machen, was für ihn das Wichtigste und das Richtige und das Beste ist. Deswegen haben wir ja schon sehr früh beispielsweise YouTube als quasi wie eine Art Vertriebspartner für uns genutzt. Wir haben Studio 71 als eine der ersten in Deutschland ein Multi-Channel-Network quasi kreiert. Nicht der allererste, aber zumindest einer der ersten Publisher, die das dann auch mit Kraft getan haben. Und haben auch sehr, sehr viele TV-Formate natürlich auf YouTube, die dort sehr erfolgreich sind. Und Galileo macht im Monat 55 Millionen Video-Views auf YouTube. Aber selbst, was die meisten vielleicht nicht ahnen, selbst sowas wie Klinik am Südring, Scripted Reality von Sat.1, hat über 30 Millionen Video-Views im Monat auf YouTube. Das würden wir nie und nimmer auf unseren eigenen Plattformen haben. Das haben wir auf YouTube. Und für uns ist das sozusagen dann eine Distributionsform, wie wir unser Programm dort da bieten können, weil das am Ende für den Konsumenten, der will es dort sehen, also bieten wir es ihm auch dort an. Und wir versuchen ihm Plattformen zu bieten, die es ihm leicht machen, Zugang zu unserem Programm zu finden. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, es würde in Deutschland ein Hulu wie in den USA geben, wo sich quasi alle Anbieter darauf einigen, ihren Content auf einer Plattform, weil das wäre ein echter Wettbewerber dann auch für die großen amerikanischen Player. Und den Weg gehen wir. Wir werden auch mit YouTube weiter zusammenarbeiten. Wer weiß, was mit Facebook ist, vielleicht wird das auch ein Partner für uns. Also es ist überhaupt nichts ausgeschlossen, solange wir sozusagen erstmal unsere Konsumenten erreichen. Aber es ist auf der anderen Seite dann euer Ding, das auch in den Mediaplänen zu berücksichtigen, damit auch die Refinanzierung zu gewährleisten. Weil wenn sozusagen die Kriterien auf eurer Seite, auf der Agenturseite, sich dahingehend wandeln, dass das alles gar keine Rolle spielt, dann ist natürlich tatsächlich die Frage gestellt, wie kann man das rechtfertigen? Ich sehe da einen Punkt. Das, was uns passiert ist, glaube ich, an vielen Ecken, ist, dass wir uns in der Branche mit auf Minimalstandards auch geeinigt haben. Ja, wir sprechen über Brand Safety, die gegeben sein muss. Ich meine, die muss gegeben sein, Punkt. Aber das ist nicht das, was Wirkung treibt, sondern es ist nur etwas, was Qualität nach unten absichert. Genauso wie bestimmte Sichtbarkeitsstandards eine Absicherung nach unten bedeuten, aber nicht unbedingt ein Wirkplus. Gleichzeitig glaube ich, dass wir die Parameter, die Einfluss haben auf Wirkungspotenziale von Flächen, wir kennen ein paar davon. Natürlich auch aus der Historie anderer Medien, aus vielen Studien im TV-Bereich. Wir wissen, was wirkt sich aus Werbung, was wirkt sich auf Werbewirkung aus, was treibt Werbewirkung. Wir sind aber noch nicht gemeinsam dahin gekommen, dass wir das klarer quantifizieren, weil wir oftmals sehr in, ich sag mal, qualitativer Content treibt Werbewirkung. Die Frage ist, was sind denn die Parameter, die dazu führen, dass man sagen kann, hier ist ein qualitativer Content. Warum ist ein qualitativer Content ein qualitativer Content und was sind die genaueren Aspekte, die Einfluss auf. Ja, dann müssen wir dahin kommen, dass wir natürlich auch in der systemischen Landschaft, wenn wir programmatisch einkaufen, diese Faktoren genauso mit abwägen können in den Algorithmen, die wir da rein einbringen zum Einkauf. Vollkommen ich glaube, das ist ein gemeinsames Annähern, weg von der klassischen Beschreibung von Inventaren sehr gattungsorientiert, hin zu eher abstrakteren Aspekten, Parametern, die wir dann wieder auf diese Welt zurückführen können und die jenseits von IP-Adressen liegen. Ja, absolut. Also genau, ich verstehe den Punkt vollkommen und das ist sozusagen auch jetzt eine unserer Hausaufgaben, die wir sozusagen in der Zukunft machen müssen, ist zu erklären, ist es denn so, dass sozusagen im qualitativen Umfeld auch eine andere Art von Werbewirkung entsteht als in einem vollkommen belanglosen Umfeld? Und was ist das, was Qualität ausmacht? Also genau, und was macht Qualität aus? Das ist ja, hat ja auch manchmal was Subjektiveres oder Objektiveres. Naja, gut, aber eine TV-Produktion, die, wenn man die sozusagen online, VOD irgendwie, in Joko und Klaas, wo sich ein großes Publikum irgendwie versammelt, das ist in meinen Augen über jeden Zweifel haben, das ist Qualität. Aber selbst so eine Klinik am Südring ist Qualität, weil das mit Aufwand produziertes Material ist. Und was anderes ist als auf irgendeiner Website irgendwo in einem, weiß ich, ein Autoplay-Video, wo zufällig dann den Kriterien zwar genügend tragen, aber letztlich dann doch unbeobachtet da irgendwie abgespielt zu werden. Also das Ding ist für uns, wir müssen natürlich
Forschung auch betreiben, um erstmal zu zeigen, dass es tatsächlich auch was nützt mit Blick auf Werbewirkung. Aber es ist natürlich auch an der Stelle ein komplexes Ding. Also Werbewirkung hat, wie gesagt, diese beiden Seiten, nämlich diese Reichweitenseite, reicht überhaupt die richtigen Leute? Und da glaube ich, dass unser Content schon auch eine Menge Leute versammelt, die dann auch die richtigen sind. Und diese andere Seite, was treibt die Wirkung quasi aus dem Umfeld heraus? Und hier habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, wir werden demnächst mit einer sehr interessanten Studie auf den Markt kommen, eine In-Home-VOD-Studie, die genau zeigt, dass tatsächlich, wenn man eben halt nicht so aufmerksam involviert und gezielt nach etwas sucht, sondern sich mehr sozusagen den passiven hingibt und sich mehr unterhalten, dass die Wirkung der Werbung dann besser ist. Das war belastbar nachgewiesen. Das heißt, das beweist so ein bisschen, dass Fernsehen noch weiterhin seine Bedeutung haben wird, aber dass auch sozusagen fernsehnahe Content im VOD-Bereich seine Bedeutung hat, weil man sich halt eine Show, die man sich auf VOD anschaut, genauso rezipiert wird, wie ob sie auf dem TV-Sender läuft, nämlich zur Entertainment, zur Unterhaltung, zum Entspannen, zum Ausgleich auf den Tag. Und da hat die Werbung eine andere Wirkung, als wenn ich irgendwas gezielt suche und guck mir das an, dann stört mich die Werbung und dann wird auch die Werbung nicht wirklich gut wahrgenommen. Ich habe noch einen letzten Aspekt, den würde ich gerne nochmal besprechen. Ja? Und zwar die Frage, wie wirkt sich denn das veränderte Mediennutzungsverhalten? Und auch, wir können ja beobachten, dass Aufmerksamkeitsspannen deutlich runtergehen. Wir sehen gerade im Digitalbereich, dass wir einiges an Videoinventar haben, was sehr viel kürzer funktioniert. 6 Sekunden, 8 Sekunden oder teilweise auch 1, 2, 3 Sekunden, dann auch noch vertikal. Ja. Wie wirkt sich das auf Werbekreation insgesamt aus? Und werden wir das auch sehen, dass sich das stärker im TV widerspiegelt, also, in anderen Spotformaten? Ja, in den USA ist dieses Thema 6 Sekunden, genau, auch bei den Fernsehnetworks, ja, Hot Stuff. Ja. Ja. Also der Vorteil beim 6 Sekunden ist mal ganz simpel, da kann man nicht so viel falsch machen als Werbungtreibende, weil in 6 Sekunden musst du relativ früh dein Branding irgendwie bringen, ja, und deine Marke irgendwie zeigen. Und von daher ist die Chance des 6 Sekunden, dass der funktioniert, tatsächlich höher, manchmal als bei einem längeren Format, aber das ist jetzt ein bisschen fast schon ein Scherz gesagt. Es gibt also andere Herausforderungen. Ja, genau, es gibt mehr Herausforderungen. Das eine ist nämlich auch der Klatter, der entsteht, wenn alle nur noch 6 Sekunden, dann wird es ein unübersichtliches Chaos. Zack, 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 zack. Nee, genau. Naja, ich meine, das ist so ein bisschen wie vielleicht die Situation mit dem Hörfunkbeispiel vorhin. Da gibt es eine Transferleistung. Also wenn man eine Kampagne hat, die auf einem längeren Format läuft, dann ist der 6 Sekunden im Zweifel eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eine Art Transferleistung zu leisten und damit die Werbewirkung insgesamt zu verbessern. Also da bin ich fest von überzeugt. Also 6-Sekunden-Format, das kommt ja eigentlich aus der Mobile-Werbung, weil da kommt es her, aber da wird es auch noch weiter wachsen. Aber es wird es auch im Fernsehen geben. Ich glaube schon, wir haben auch selbst über Produkte mal nachgedacht, auf 6-Sekunden-Basis was anzubieten für TV. Wir sind aber da noch ein bisschen in der Diskussion, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir sowas durchaus mit anbieten. Das ist einfach eine Art und Weise, wie man im Zweifel eine bestehende Werbeleistung stützt und ausbaut. Und dann ist es auch ein Produkt und dann kann man das auch vermarkten. Es ist ja aber noch ein weiterer Teil der Verfragmentierung meiner Kommunikation. Was würdest du Werbetreibenden empfehlen, also die vor der Auswahl stehen, sagen wir mal 20, 25 Sekunden horizontales Video zu produzieren, das dann noch 6 Sekunden für bestimmte Formate und vielleicht auch noch 1, 2, 3 Sekunden vertikales Video. Geht das in einer Kampagne zusammen? Kommt immer drauf an. Ich meine, das hängt ja immer von der Kommunikationsaufgabe, von dem Produkt, von der Kategorie und sonst was alles ab. Aber grundsätzlich ja, natürlich. Wenn man eine bestimmte Architektur hat in der Werbung, die sozusagen auf all diesen Formaten sich entwickeln lässt und synergetisch zueinander koordinieren lässt, ja klar, dann ist das intelligente Mediaplanung, das so zu machen. Und ich glaube, das wird auch immer stärker der Fall sein. Und also wir denken an unsere Produkte da wirklich zukünftig vielfältig. Also vom TV über unsere Own-Own-Plattform, unsere Mandanten, die wir vermarkten, bis hin zu Studio 71 und YouTube plus andere Plattformen, die wir noch betreiben. Also wir wollen sozusagen ein integriertes, gesamtheitliches Konzept an den Markt bieten. Also ich denke, das ist machbar und denkbar und das ist auch das, was passiert. Die Kunden fordern das und zu Recht, weil das gut ist für die Werbung. Es führt zu einer intelligenten Werbekommunikationsgestaltung, Kreation. Ja. Das für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Zeit heute Morgen. Ganz toll. Vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht. Einen schönen Tag heute. Ja. Super Gespräch. Prima. Toller Austausch. Und euch viel Erfolg. Wir sind an echt tollen Themen dran. Also es geht weiter. Ja, prima. Dankeschön. Dankeschön.